Regeln. Wir sprechen gleich noch darüber. Zuvor möchten wir gerne den Wildbienen bei der Arbeit zuschauen und was die Wildbiene uns Menschen Gutes tut. Wenn es brummt in den Beeten, dann ist die Welt in Ordnung. Bienen sind gut für unsere Gärten. Aber nicht nur die Honigbiene, sie hat noch viele Verwandte. Die Wildbiene, die nicht im Stock, sondern oft allein lebt. Auch sie sammelt Nektar und Pollen und ist dadurch ein wichtiger Bestäuber. Wildbienen sehen aus wie Bienen, aber oft sind sie kleiner oder dicker als ihre berühmten Verwandten. Manche sind auch viel größer, Hummeln zum Beispiel. Die gehören nämlich auch zu den Wildbienen. Drei Viertel der wilden Brummer nisten im Boden. Sie lieben die hässlichen Stellen im Garten, da wo nichts wächst und wo der Rasen niedergetrampelt ist. Hier graben sie, jede für sich, ihre Nistgänge und legen unter der Erde Brutkammern an. Wer etwas für sie tun will, muss öde Flecken ertragen. Diese blaue Holzbiene wiederum braucht etwas anderes. Sie ist noch klamm vom Winter und wird bald totes Holz suchen. Mit ihren kräftigen Kiefern nagt sie ihre Kammern in morsche Äste und Stämme. Nur ein kleiner Teil der Wildbienen nistet in Höhlen. Sie sind es, die im Insektenhotel an den Stängeln werkeln. Jede Art hat dabei besondere Vorlieben in Bezug auf Durchmesser und Füllung der Halme. Ein guter Wildbienenkasten hängt an einer sonnigen Wand. Er ist vor Zugluft und Schlagregen geschützt und seine Hölzer sind trocken und abgelagert. Da viele Bienen in den Kästen auch überwintern, sollten sie das ganze Jahr über draußen hängen und nicht im Herbst abgenommen werden. In diesem Modell von insektenhotels.de sind Beobachtungskästen integriert. Hier hat allerdings keine Biene gebaut, sondern eine Grabwespe, die ihre Larve mit Spinnen als Nahrung versorgt hat. Es muss aber gar nicht immer die Nobelausführung sein. Sebastian Homburg bietet in Leipzig Workshops für preiswerte Bienenhilfe an. Seine Hotels bestehen aus Konservendosen mit Bambusrohren und einem Sand-Lehm-Gemisch. Die scheinen auch gemütlich zu sein. Seine zweite Variante ist noch einfacher in der Herstellung. Das ist auch noch ein Modell, das ich empfehlen kann. Das ist einfach ein Stück Hartholz, ja, wo wir in geduldiger Kleinarbeit ganz viele Löcher reingebohrt haben. In den passenden Durchmessern, 2 bis 10 mm, ein Stück Dachpappe drauf, damit es länger hält. Wildbienenschutz lohnt sich für jeden Gärtner. Denn je mehr Bienenarten herumschwirren, desto häufiger wird jede Blüte bestäubt und desto größer werden die Früchte. Wir vermehren Pflanzen.